Jetzt, mitten in der Ferienzeit, jetzt wird der Liebestrank gemischt. Damit ihr dann nach der Ferien vom 2. bis zum 17. August bei der Bühne am Werdenberger See die Oper könnt geniessen, eben der Liebestrank. Wir sind bei der letzten Probe von Christian Bücher mit dem Chor dabei gewesen. Das war noch im Musikantenheim beim See gewesen. Das war die letzte Probe gewesen. Nachher hat man in der Lockermiese geübt. Jetzt ist der Chor momentan gerade quasi in der Ferien und Solisten üben dort separat. Wir probieren das ein bisschen zusammenzustückeln und zeigen euch im Hintergrund auch den Aufbau. Die Proben laufen super, wir sind jetzt in 2,5 Wochen sind wir intensiv dran und es wird wirklich toll, es wird lebendig. Jetzt heute haben wir den ersten Durchlauf hier in der Halle gemacht und wir haben noch etwas zu tun und noch etwas putzen, aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich super unterwegs, dass es einen schönen Operabend gibt. Jetzt unterwegs ohne Chor, ist das kein Problem? Das ist immer die Herausforderung. Wir proben ja parallel. Mit dem Chor proben wir am Abend und an den Wochenende und mit den Solisten da tagsüber. Und jetzt kommt der schöne Moment, ab dem Sonntag fangen wir an, alles zusammenzusetzen. Und ab dann sind dann Solisten und Chor immer zusammen. Und das ist natürlich dann schon sehr gut, wenn man alle hat, dann kommen wir auch schneller vorwärts. Ich habe das Gefühl, guter Zusammenhalt, Geld, gute Motivation. Also es läuft wirklich hervorragend. Ja, und es ist toll, also es ist toll mit diesen 5 Solisten zu arbeiten, mit der Isabel, mit dem Wolfgang, dem Klavier und all diesen Leuten rundherum. Es ist wirklich, alle haben Lust darauf, das Stück zu machen. Und ich finde, das merkt man. Und ich glaube auch, dass sich das auf das Publikum schlussendlich auch übertragen wird. Nemo, Rino und Adina waren euch zum Hochzeitsfesten. Und liebe Leute aus dem Dorf, ihr seid alle unsere Gäste. Nicht mit Trauer, wie mein Tristan. Jahre alt, gell? Natürlich das Stück x-mal aufgeführt, hier an Pointe setzt als Regisseur noch relativ schwierig, oder? Es ist ein bisschen beides. Zum Ende finde ich es schön, so einen alten Schinken zu machen und wieder so ein bisschen zu schauen, was funktioniert heute noch, wo muss man streichen, was muss man bearbeiten. Es ist jetzt bei uns wird so unter 2 Stunden sein, der Opernabend. Und zum anderen finde ich es halt auch schön. Ich liebe die historischen Stücke, dass man mal mit historischen Kostümen auftrumpfen kann und der Humor halt gleich so ein bisschen im positiven Sinn altväterisch kann gestalten kann.
Und ich finde, das bietet sehr viel Potenzial. Und also, das ist schon etwas, was Spass macht, so die alten Stücke wieder rauszuholen, ein bisschen auszuklopfen und zu schauen, wie können wir das heute auf die Bühne bringen. Es läuft mega gut, es ist mega schön, wie jetzt alles so langsam zusammenkommt. Jetzt haben wir heute den ersten Durchgang gehabt. Und dass es eigentlich funktioniert, dass man dort muss man putzen und auch dort muss man noch schauen, wie das Requisit auf die Bühne kommt oder wieder wegkommt. Und ja, nächste Woche kommt der Chor dann voll dazu und nachher sind wir auf der Bühne und dann Kostüm. Und der ganze Prozess, wie das zusammenkommt, das ist einfach wahnsinnig faszinierend und macht auch viel Spass. Also eine junge Frau bei so einem alten Schinken, also du bist völlig überzeugt, völlig Fan, gell? Ich finde es super. Also es ist auch halt mit dem Simon, wo eben die Sachen auch entstaubt, wo schaut, was geht in diesen Stücken, was sind wirklich Themen von diesen Figuren. Und die Themen sind ja zeitlos. Also es ist die, mit der Liebe und dem Status und wo will man hier im Leben, das fragen wir uns heute ja genauso wie die Leute vor 200 Jahren. Ja, das ist eben die Partitur. Gar nicht so einfach, gell? Da mit diesen Verzögerungen, Fermaten etc. und so weiter. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es genauso. Und jeder Sänger und jede Sängerin hat so ihre Idee. Und ich habe meine Idee. Korrepetitor hat seine Idee. Regisseur hat seine Idee mit der Szene. Und dann müssen wir das alles unter einen Hut bringen. Aber es funktioniert super, weil alle sehr kooperativ sind. Und es gibt jetzt niemanden von allen Solisten, der irgendwie das Gefühl hat, er müsse jetzt sein durchbringen. Also wir können das immer miteinander besprechen, miteinander lösen und immer zugunsten der Musik. Genau, aber gleich am Schluss hockst du vor einem Orchester, fast ein bisschen im Graben drinnen und musst dann einfach alles dirigieren. Das ist, ich denke, immer eine riesige Herausforderung, oder? Ja, für mich ist es spannend, weil es ist auch eine Art von Management, eine Art von Organisieren. Wie mache ich das? Wie verbinde ich die Bühne oben mit dem Orchester, das unten ist, relativ tief? Also ich bin schon ziemlich genau, hoch oben. Ja. Und dass der Kontakt da ist, dass sie spüren, dass sie hören können. Und hier, von aussen, Open Air, kommt natürlich noch das Element dazu mit dem Ton, mit der Verstärkung, dem Mikrofon. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie wir das hinbringen. Ja, ich habe schon manchmal gedacht, der Dirigent hat ja auch keine Backwirkung. Also du hörst den Chor ab, so wie es halt gehört, so Listen auch. Dann so Kästen. Es ist eine kleine Verzögerung, du musst dann ziemlich stark abschauen, ziemlich stark nach oben. Also doch, ja, ein bisschen nervig auch. Ja. Nervig, nicht unbedingt, aber so ein bisschen angespannt. Na, dann wünschen wir toi, toi, toi. Wie siehst du das? Ich freue mich mega. Wir haben ein super Ensemble, tolle Atmosphäre. Alle machen mit, alle wollen das Gleiche. Da hat es viele Leute vor Ort, die arbeiten. Ich meine, schon nur die Tribüne aufbauen. Unglaublich, wirklich. Also, ich bin total begeistert.